Freunde der Pax Christi Friedensgruppe von Hofheim gehören zur Eritreischen Befreiungsfront in der englischen Abkürzung ELF, die wie die EPLF für die Unabhängigkeit Eritreas von Äthiopien kämpft. Äthiopien hatte 1961 das kleinere Nachbarland annektiert. Am 16. Januar 1988 findet eine von der ELF angemeldete Demonstration auf dem Bonner Marktplatz statt. Es geht bei der Demonstration um zwei Anliegen: einmal um die Freiheit für Eritrea, zum anderen um die Anerkennung der eritreischen Asylbewerber in der Bundesrepublik als politische Flüchtlinge. Bei der Demonstration sprechen unter anderem Sahle Tesfay und Herbert Leuninger. Meine Damen und Herren, Tausende von Eritreern müssen daher ihre Heimat verlassen, in der Hoffnung, irgendwo Freiheit zu finden. Auch wir, die eritreischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik, sind ein Ergebnis dieses Krieges. Wir sind keine wirtschaftlichen, sondern politische Flüchtlinge. Wir werden mit vielen psychologischen und sozialen Problemen konfrontiert, weil wir aus unserer Heimat gewaltsam vertrieben wurden. Freiheit und Selbstbestimmung für Eritrea! Freiheit und Selbstbestimmung für Eritrea! Vielen Dank. Liebe eritreische Freunde, ich spreche als Vertreter von ProAsyl und sage Ihnen, Asylrecht ist Menschenrecht. Asylrecht ist Menschenrecht. Asylrecht ist Menschenrecht. Asylrecht ist Menschenrecht. ProAsyl kämpft dafür, dass Asylrecht Menschenrecht bleibt in der Bundesrepublik. Jawohl! Und wenn Bundesinnenminister Zimmermann gesagt hat, 90% der Asylbewerber seien Wirtschaftsflüchtlinge, dann ist das eine scharfe Täuschung der Öffentlichkeit. Wir haben uns dagegen gewehrt und werden uns mit Ihnen zusammen dagegen wehren. Wenn 1984 noch 90% der Eritreer als Flüchtlinge in der Bundesrepublik anerkannt wurden, dann entsprach das der Wahrheit. Wenn jetzt nur noch 4,5% anerkannt werden, dann ist das keine Realität, dann hat das nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Wir fordern, dass Flüchtlinge nach wie vor die Möglichkeit haben, in die Bundesrepublik zu gelangen und dass sie an den Grenzen nicht abgewiesen werden. Wir fordern, dass das Gesetz geändert wird, wodurch Flüchtlinge, die über den Sudan oder über Jemen kommen oder über ein anderes Land, nicht mehr als Flüchtlinge hier in der Bundesrepublik anerkannt werden. Wir fordern, dass die einschränkende Anerkennungspraxis im Sender geändert wird. Und wir fordern, dass alle Flüchtlinge und Asylbewerber in der Bundesrepublik menschenwürdig behandelt werden. Jawohl. Asylrecht ist Menschenrecht. Salam! Für den Demonstrationszug nach der Kundgebung
waren vom Ordnungsamt nur einige ruhige Seitenstraßen Bonns freigegeben worden. Erstaunlich war der hohe Anteil von Frauen, die zum Teil am Befreiungskampf teilgenommen hatten.